Na Lutzen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide über die Kampfgilde präsentieren. Heute geht es nämlich um die ersten beiden Ränge der Kampfgilde. Da möchte ich euch so kleine Boss-Guides präsentieren. Und zwar wollen wir da jeden Boss einzeln durchgehen und mal gucken, wie wir die besiegen können. Ich werde zu allen Rängen dann nochmal Videos machen. Am besten, ja, ich denke immer zwei Ränge gleichzeitig, dass wir auch ein bisschen Material für ein Video zusammenkriegen. Bevor wir jetzt hier mit den ersten beiden anfangen, will ich euch erstmal zeigen, wo die Kampfgilde ist, beziehungsweise wie wir eine Einladung erhalten. Und dann starten wir mit den Bossguides. Als allererstes will ich euch zeigen, ich bin hier in der Horden-Kampfgilde, in dieser Arena. Und in die kommt ihr rein, indem ihr nach Ogrimma geht und hier vor der Arena, wo wir jetzt quasi auch drin sind, ist ein Portal, da einfach reinlaufen, dann seid ihr in der Kampfgilde drin. Bei der Allianz ist es ähnlich und zwar switchen wir mal hier zum Allianz-Char. Ich bin einmal in der Tiefenbahn in Sturmwind, ich denke mal, das müsstet ihr wissen, man kann hier quasi in die Tiefenbahn rein, dann kommt man hier raus und dann fährt man nicht mit der Tiefenbahn hier runter, sondern man betritt quasi hier unten dann die Kampfgilde. So, wie ist es jetzt mit der Einladung? In Legion hat man ja die Einladung über diese komische Insel gekriegt, wo die Wirkul waren. Jetzt ist es so, dass ihr, wenn ihr damals euch diese Einladung schon geholt habt, keine neue braucht. Habt ihr damals schon die Kampfgilde in Legion gemacht und habt da die alten Achievements, also dass ihr schon mal die Kampfgilde betreten habt, könnt ihr mit jedem Char auf eurem Account die Kampfgilde betreten. Sprich, ihr müsst nicht eine neue Einladung holen. Die neuen Möglichkeiten solltet ihr jetzt komplett neu mit dem Spiel angefangen haben oder einfach in Legion die Kampfgilde nie gemacht haben, dann braucht ihr eine neue Einladung. Und diese neue Einladung könnt ihr durch verschiedene Wege holen. Wenn dann über PvP-Kampf in Zuldazar und Kul'Tiras. Wenn ihr da gegnerische Spieler umhaut, könnt ihr manchmal diese Einladung rausloten. Ein zweiter Weg ist, dass ihr einen NPC findet. Und zwar gibt es sowohl bei der Hordenseite als auch bei der Ali-Seite einen NPC, der heißt A. Shady. So sieht er aus. Und der läuft, wie ihr hier seht, an dem Eingang hoch und runter oder steht da an dem Eingang, wo die Kampfgilde ist. Den könnt ihr anquatschen. Für 100 Gold ein, ja, dementsprechend diese Einladung kaufen. Ist aber relativ selten, dass der mal da ist. Bei der Horde soll der anscheinend auch hier davor im Tal der Ehre rumstehen. Mir wurde gesagt, hinter der Schmiede. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Schmiede ist. Auf jeden Fall hier im Tal der Ehre. Da müsst ihr mal Ausschau halten. Ich würde euch empfehlen, das aber im Auktionshaus zu kaufen, denn ein Spieler, der quasi Rang 4 abgeschlossen hat, bekommt einen Mitgliedspass der Kampfgilde, kann dann einfach den ins AHA hauen und da jeder, der in Legion schon mal hier die Einladung hatte und hier ein paar Kämpfe macht, auch wieder eine kriegt, die er verkaufen kann, droppen die gerade im Auktionshaus extrem runter. Das ist jetzt der dritte Tag, wo der Patch raus ist und die sind schon unter 2000 Gold. Also tut euch den Gefallen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video guckt, kosten sie ein paar hundert Gold. Geht ins AHA, kauft euch da das Teil und fertig ist. Ja. Macht euch nicht den Aufwand, den Rare da abzuwarten bzw. Spieler zu töten. Holt euch einfach so die Einladung und ich denke mal 90% der Leute werden eh noch aus Legion hier den Zugang haben und jetzt könnt ihr wirklich mit jedem Twink rein, ohne mit dem extra eine Einladung farmen zu müssen. Gut, soweit zum Vorgeplänkel. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, es gibt hier auch wieder einen Händler, wo ihr euch einen Friedhof zum Beispiel stellen könnt und andere Items, da könnt ihr gamblen und Freigetränke schmeißen oder so. Das Wichtigste ist hier der Friedhof, es sollten nicht so viele Spieler bei euch sein. Kauft euch das Friedhof-Item, dann habt ihr hier einen Retz. Wenn ihr getötet werdet, werdet ihr instant wieder geretzt. Ist eine praktische Sache und diese Marken bekommt ihr, wenn ihr einen Kampf gewinnt, über dieses Preisgeld, ne, zur Erklärung. Anmelden könnt ihr bei der Horde und der Allianz jeweils an den Wachen an der Seite, die einfach anquatschen und dann, wenn ihr es angequatscht habt, habt ihr oben einen Buff mit der Position. Zum Beispiel bin ich gerade Position 3 in der Warteschlange und ja, muss halt warten, bis die anderen hier quasi fertig gekämpft haben und ja, wie es in Warteschlangen ist, wenn dann die Zahl auf 1 ist, ist man quasi der Nächste und darf dann kämpfen. Und oben seht ihr euren Progress. Ich bin jetzt gerade Rang 6 und 3 von quasi 4. Es sind immer 4 in einer, quasi in einem Rang. Gut, jetzt sind wir aber definitiv mit dem Vorgeplänkel durch. Wir gucken uns die Kämpfe jetzt mal an. Viel Spaß dabei. Ja, im Rang 1, Boss Nummer 1, haben wir als allererstes Bruce. Das ist ein schöner, netter Alligator und der kann eigentlich fast gar nichts. Das Einzige, was er macht, ist, ja, er schnappt nach uns mit so einer Attacke, die seht ihr jetzt hier gerade, yam, yam, yam. Und die macht einen Haufen Schaden. Wenn er da davor steht,
werdet ihr sehr schnell tot ticken. Sonst macht er gar nichts. Ihr müsst einfach nur immer dem ausweichen, an die Seite laufen und weiter draufknüppeln. Mehr ist es nicht. Ja? Ich habe das jetzt hier auch mit dem Loadwing nochmal gemacht, weil ich es mit dem Main vergessen habe, die ersten paar Kämpfe aufzunehmen. Dann kommen wir hier zum zweiten Boss. Da haben wir Tok, das ist hier so ein Ogre. Der hat eine Attacke, wo er diese Hämmer wirft. Die seht ihr, castet da kurz und dann solltet ihr einfach auch wie beim Krokodil vor ihm weglaufen. Lasst seinen Caster durchcasten und das war's. Und sonst haut er einfach mit seinen Hämmern auf uns drauf. Switcht die zwar immer wieder mal zu anderen Hämmern, ist aber vollkommen egal. Ihr seht, wie viel Schaden ich kriege. Ich habe hier diesen Azari-Trade auch mit einem 360er Low-Twing-Tank drin und der kommt ja nicht mal durch das Absorb-Schild. Ja? Also sonderlich viel reinhauen tut er nicht. Dann kommen wir zum dritten Boss und zwar zu diesem Grummeloper hier. Und zwar hat er ein paar nette Fähigkeiten. Erstmal haben wir einen Flutengesang, den können wir interrupten. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir halt ein bisschen Damage. Das Wichtigere ist der Zauber hier, Flutenkarte heißt er. Der hat das gleiche Symbol, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und der halt im Prozentual, der muss immer interrupted werden. Wenn ihr beide Zauber interrupten wollt, weil der Schaden, den ihr bekommt, für euch zu hoch ist, bei mir als Tank war das jetzt nicht so das Problem, müsst ihr CC-Effekte benutzen. Heißt, am besten immer den die Flötenkarte unterbrechen mit einem Kick und das andere mit einem Desorientieren-Effekt, mit einem Knockback, mit einem Stun, solche Geschichten. Zusätzlich haben wir hier noch drei Arten von Teddybären. Wenn ihr in blaue reinlauft, werdet ihr geheilt. Im rote explodieren. Und diese gelben, die kommen, ich glaube, unter 40%, laufen die zu euch her und explodieren. Und wenn die euch erreichen, dann seid ihr tot. Ja? Also die dürfen euch nicht erreichen. Ich habe die größtenteils ignoriert, diese komischen Teddybären, einfach den Boss runtergenukt. Das geht auch. Ja? Sonderlich viel Leben hat er nicht. Dann kommen wir zum vierten Boss, zum Ashkatum. Und zwar ist der Kampf wieder relativ simpel. Ihr zieht alle CDs und burstet einfach so schnell wie möglich auf ihn drauf. Denn ihr seht, er beschwört immer Pets in, und die fliegen in die Richtung weg, in die ihr schaut. Heißt, wenn ihr Schaden vermeiden wollt, weicht ihn aus. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich hier die ganze Zeit im Kreis um ihn rumhüpfe, dann kriege ich sie nicht ab. Nach einer Weile kommen die aber wieder zurück. Also sprich, wenn die den Rand erreichen, dann bouncen die quasi davon ab und fliegen wieder irgendwo zurück. Und irgendwann werden es halt hier immer mehr und es wird immer schwieriger, den Viechern auszuweichen. Heißt, umso schneller ihr ihn umhaut, umso einfacher wird die Geschichte. Ihr seht, selbst ich hier mit dem Tank kriege den relativ gut runtergehittet. Und der Bosskampf ist hier überhaupt gar kein Stress. Wenn ihr euch von 1-2 hitten lässt, ist es auch nicht so wild, so viel Schaden machen die nicht, bloß die Masse macht's da halt dann. Dann geht's weiter mit Rang Nummer 2 und zwar kommen wir da zu Blood und der kann eigentlich nicht sonderlich viel. Das Einzige, was er eigentlich großartig macht, ist sich ständig aufteilen und man hat am Ende sehr, sehr viele von seinen Abbildern. Die muss man aber nicht unbedingt umhauen, sondern der Kampf endet quasi damit, dass man ihn tötet, also sprich den Original. Den solltet ihr auch am besten im Target lassen und den könnt ihr einfach runter DPSen. Ich bin jetzt hier ein bisschen am Reinkleven, könnt ihr auch machen, ist aber nicht so relevant. Das Einzige, was euch halt bringt, wenn die Blobs, die ihr beschwört, sterben, kriegt ihr ein bisschen weniger Schaden. Theoretisch könnt ihr sie auch rumkiten, weil die sind auch relativ langsam und ja, dann geht ihr halt ein paar Milli-Hits. Ich als Tank hatte jetzt hier nicht das Problem, deswegen bin ich einfach stehen geblieben, hab drauf durchgezogen, so viel Schaden machen die nicht. Seid ihr jetzt ein DD oder jemand, der allgemein mehr Damage kriegt, dann solltet ihr die vielleicht ein bisschen kiten. Und dann ist das eigentlich alles kein Stress. Dann kommen wir zum zweiten Boss im Rang Nummer 2 und zwar zum Philipp. Und bei dem ist es so, dass es eigentlich auch wieder ein relativ leichter Kampf ist. In der ersten Phase verursacht er einfach relativ viel Schaden, indem er sich hinter euch portet und wenn ihr euch dann nicht sofort umdreht, kriegt ihr ziemlich viel Damage. Heißt einfach, sobald er sich hinter einem portet, umdrehen und dann ist es eigentlich vom Schaden relativ easy. Wenn man ihn dann nicht schnell genug runterhaut, dann beschwört er auch noch zwei so Abbilder quasi, die auf einem hier so einen Hinterhalt wirken, der auch relativ gut reinhaut. Wenn man ihn relativ schnell auf 40% bringt, kommt das gar nicht. Ne? Da müsst ihr vielleicht eventuell einen CD ziehen, dass ihr da ein bisschen weniger Schaden kriegt. Ja, ich habe das hier auch nicht optimal gespielt, weil ich das auch gar nicht so wusste, aber als Tank kriegt man hier nicht so viel Schaden, da ist es dann auch egal, da ist es dann eher relevant, schnell genug ihn runterzuhauen. Jetzt seht ihr, ab 40% geht er in die zweite Phase, in die Menschengestalt und da gibt es eigentlich nur zwei Fähigkeiten. Einer ist ein Cast, den ihr interrupten müsst, wenn er durchkommt, gibt es einen Haufen Damage und da haben wir ihn wieder.
den einfach unterbrechen und kurz danach macht er den zweiten. Da müssen wir ein bisschen vor ihm weglaufen. Das macht nämlich ganz gut Damage und ist ein Knockback-Effekt, aber war jetzt hier auch nicht so der Stress. Dann kommen wir zum dritten Kampf im Rang Nummer 2 und zwar zu Johnny Imber. Und ja, das ist ein echt cooler Kampf. Den Boss kennen wir vielleicht auch schon aus der einen oder anderen Quest als Hordler, beziehungsweise auch als Allianzler. Ja, gut, jetzt mal zu den Fähigkeiten. Prinzipiell hat er 3 bzw. 4 Fähigkeiten. Erstmal so einen normalen Schuss, da können wir nicht viel machen. Der haut auch nicht sonderlich viel Schaden raus. Dann diese Void-Fläche, einfach nicht reinlaufen, auch easy. Dann haben wir hier diesen Überspannungsschuss. Da müsst ihr gucken, dass ihr den nicht abbekommt. Ihr könnt das verhindern, indem ihr einfach zwischen euch und dem NPC die Katze bringt, also sein Pet. Und dann wird quasi die Katze gewonshottet und die versucht er dann auch wieder zu retzen, beziehungsweise das kann man auch nicht interrupten. Ich habe versucht, ihn zu knockbacken. Sollte ihr aber auch gar nicht, weil während er den Retz castet, nimmt er mehr Schaden. Heißt, wenn ihr irgendwelche Damage-CDs habt, haut die dann rein, wenn er die Katze retzt. Wobei, der hat auch relativ wenig Leben. Und mehr ist es nicht, ja. Man muss eigentlich nur ihn umhauen und diesen Schuss immer schön in die Katze rein. Ihr seht ja, da haben wir den Pfeil wieder zwischen uns und dem Boss. Dann wird die Katze weggenuked und er kriegt wieder ein bisschen mehr Damage und wir können ihn einfach weghauen. Dann kommen wir zum Boss Nummer 4 im zweiten Rang. Und zwar zu Mama. Und ja, die ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, was man machen muss. Sie hat eigentlich 2 großartige Fähigkeiten, die sie wirkt. Und zwar zum einen hat sie dieses Monk-Fass, das sie auf uns schmeißt. Das macht ein bisschen Schaden. Ich habe versucht, ihm auszuweichen. Funktioniert nicht, fresst es einfach. Ja, da haben wir das Fass. Und wenn sie das Fass schmeißt, dann ist in der Nähe von dem Einschlagsort, kommt dann ja hier so eine heiße Kochstelle, keine Ahnung, was das sein soll. Also ein Haufen halt. Ne? Das zweite, was wir haben, ist diese Welle. Wenn die Welle euch trifft, das one-shottet euch. Das ist, also die Welle nicht, sondern ihr kommt in den Eisblock und in dem Eisblock, ihr sterbt einfach. Ja? Ich habe es versucht mit Wall, mit allem, bin recht gut equipped, der Tank, das haut euch tot. Ja? Da könnt ihr nichts machen, vielleicht wenn ihr bubbelt. Und ihr könnt diesen Einfriereffekt nur damit verhindern, dass ihr quasi in dieser heißen Suppe steht. Im Normalfall solltet ihr wahrscheinlich den Boss damagen. Wenn die Suppe kommt, rausgehen. Und erst wenn die Welle kommt, reingehen. Aber ich als Tank kann da die ganze Zeit drin stehen bleiben. So viel Schaden haut das nicht raus. Ich denke, mein DD wird das auch nicht töten. Und sonst, im Endeffekt ist es, bleib auf dem Ding stehen und nuke auf den Boss durch. Ist relativ simpel. Wenn man aus dem Ding rausmoved, ist man halt relativ leicht One-Shot. Deswegen sollte man das nicht machen. Und diese Basilisten, die da kommen, ja, die sterben nebenbei im Cleave. Die machen nicht viel, ne? Aber ich bin an dem Kampf öfter gewiped, als mir lieb ist oder als ich verraten will. Man muss wirklich genau in dieser komischen Grütze drin stehen, sonst klappt das nicht so ganz. Ja, das war soweit Rang 1 und 2. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Guide. Da wird es dann 3 und 4, also Rang 3 und um Rang 4 gehen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.